Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das machen wir jetzt im Rahmen dieser Reisevlogs, weil entweder haltet ihr uns jetzt für total bekloppt, aber ihr habt es im Titel gelesen, wir haben einen Tischgeschirrspüler dabei. Und also gut, wir sind ein bisschen verliebt, in so Technik verliebt und alles weitere erzählen wir euch gleich, aber ihr habt es im Titel gelesen, um was es jetzt geht. Den stellen wir euch jetzt vor und testen ihn natürlich gleich live beim Camping hier in Spanien. Viel Spaß beim Zuschauen. Da ist das gute Teil. Hoffentlich geht es durch die Tür. Ist noch in der Originalverpackung. Ja, guck mal, gerade so. So, ich stelle ihn, glaube ich, erstmal auf den Tisch. Und zwar ist das von einer von Hava. Kompakt, was steht da? Countertop Dishwasher. Das ist das Modell auf jeden Fall R01. Das ist, glaube ich, von Hava relativ aktuell. Und vielleicht. Warte mal, ich glaube, ich gehe auf den. Ich guck mal, ich mache es hier auf den Boden. Währenddessen ich auspacke, weil der ist wirklich noch original verpackt. Wir haben den auch noch nicht getestet. Wieso jetzt eine Tischgeschirrspülmaschine? Grüße gehen raus an der Stelle an den Uwe, weil der stand mal in Motril in Spanien neben uns und hatte so ein Teil gehabt. Und seitdem haben wir immer geguckt nach so einem Tischgeschirrspüler. Und ich sag's ehrlich, natürlich zum Thema Transparenz. Bedienungsanleitung zum Thema Transparenz. Der ist mir von Hava zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, sie haben mich angefragt, ob ich den mal testen möchte, weil der ist ja natürlich nicht nur für Camping, vielleicht auch in einem Gartenhaus, Mobile Home oder sonst was. Könnte man den natürlich gut benutzen oder in einem Zwei-Mann-Haushalt zu Hause, wenn man keinen hat. Also da hatten die mich angefragt und wie gesagt, weil wir eh schon die ganze Zeit mal nach sowas geguckt hatten immer, habe ich mich auf die Kooperation eingelassen und die haben das tatsächlich hingekriegt, weil das ganz kurz vor unserer Abfahrt war, haben das tatsächlich hingekriegt, dass sie den noch uns zugeschickt haben. Und jetzt haben wir natürlich von der Anfahrt, ohne Bedienungsanleitung lasse ich mal draußen, von der Anfahrt haben wir natürlich noch einiges an Geschirr, deswegen den schmeißen wir jetzt gleich an. Das sind natürlich jetzt noch so etliche Sicherungsklebebänder dran. Ich glaube, die mache ich jetzt gerade erst noch hier ab. Ah, guck mal, die Tür. Das ist ja auch schön, dass du reingucken kannst. Und die hat hier so einen Magnetverschluss. Das heißt, die zieht sich dann richtig schön dran auch. Ne? Guck mal, auch der Korb alles noch gut eingepackt. So ein Wasserbehälter zum Nachfüllen, weil, ach so, stimmt, ich erzähle schon mal ein bisschen was zu der Maschine. Die hat natürlich einen, zwar einen Anschluss, zeige ich auch gleich nochmal, für Trinkwasser, also man kann sie feste anschließen, aber die hat natürlich auch einen Tank, das heißt einmal mit Wasser voll machen und dann kann man die auch ja, ganz mobil und überall ohne einen Trinkwasseranschluss laufen lassen. Braucht, glaube ich, 5 Liter Wasser in einem Waschgang. So, alle Klebebänder weggemacht. Guck mal hier hinten für Besteck. Das hier oben drauf, das ist tatsächlich für Obst. Hier gibt es sogar ein Programm, wo man Obst mit waschen kann. Das wird dann nur so mit handwarmem Wasser gewaschen. So, und hier ist einmal der, das müsste der Abwasserschlauch sein, genau. Und hier, ja klar, nochmal dabei, was wir nicht brauchen, wenn man es fest an einen Wasseranschluss anschließen möchte. Aber ich mache hier oben Wasser rein. Ist auch, guck mal hier, ist auch ein kleines Sieb, dass da keine Kleinteile reinkommen. Und dann mache ich Wasser rein. So. Das ist immer satisfying, so von so einem Display. Oh ja. Weil hier oben, zeigt mir jetzt gleich, wenn wir es angeschlossen haben, da kann man dann die einzelnen Programme auswählen. Ich drehe die jetzt noch mal rum, weil hier hinten dran sind die Anschlüsse für Trinkwasser, also für einen Festanschluss. Und hier ist für einen Wasserablauf. Da mache ich nämlich hier gleich den Schlauch dran und dann stelle ich sie rüber. Ja, und dann wäre sie eigentlich fast schon einsatzbereit. Normalerweise, ja, ich ziehe es mal durch, ist hier sogar noch eine Rohrschelle dran. Aber ich habe gerade gesehen, dass man hier mit der Rohrschelle das quasi dann noch fest macht.
Aber ich mache die Rohrschelle mal ab, weil das geht hier richtig schön stramm dran. Und sobald das wieder steht, kann das ja nach unten gar nicht weg. Also ich meine, klar, wenn ich es fest installieren würde, würde ich es natürlich dran machen. Aber hier, das ist stramm drauf und kann eigentlich nicht von selber weg. So, und das ist eigentlich alles getan. Also die meiste Arbeit war jetzt wirklich, innen drin die ganzen Klebebänder wegzumachen. Dann stellen wir es mal hier rüber. Und ihr seht, ich kann die ganz einfach hier auch in die Hand nehmen. Die hat 14 Kilogramm. Also natürlich ist das Thema, ja, muss man sowas zum Camping mitnehmen, keine Frage. Aber die ist wirklich relativ kompakt. Wir haben jetzt extra die Bedienungsanleitung noch mal zur Hand genommen. Die Größe, oh, ich hab mich eben gerade übertrieben. Also das Produktgewicht ist 13 Kilogramm und die Größe ist 428 mal 425 mal 458. Also hoch ist sie fast, ja, 46 Zentimeter und ansonsten so roundabout 43 Zentimeter. Also ich will damit jetzt bloß sagen, also auch beim Camping, gerade wenn man länger irgendwo ist und sich den Luxus gönnen möchte, Leute, könnt ihr selber entscheiden, dann passt die schon noch irgendwo rein. Also ich finde sie eigentlich kompakt genug. So, und guck doch mal gerade hier rüber an, ja? Weil das ist jetzt ganz interessant. Der Schlauch, der Abwasserschlauch ist wirklich lang genug. Der hat hier so einen Saugnapf. Das heißt, den können wir hier gerade ins... Guck mal, da steht der ganze Abwasch drin. Der kommt jetzt da rein, so viel wie möglich. Sollen übrigens 4 Gedecke reingehen. So, stecken wir die mal rein. Ich glaube, nachher so hier, also in die Steckdose rein. Nachher suchen wir uns dann nochmal eine Steckdose ein bisschen näher. So, ah, guck mal hier, Display. Also, da leuchtet sie schon mal on. Ich muss aber jetzt erstmal Wasser einfüllen. Das heißt, ich glaube, nee, ich drücke mal auf on, was passiert? Mit Musik. Mit Musik. So, weil nämlich, wenn man hier genug Wasser eingefüllt hat, was er zum Spülgang braucht, kommt auch ein Bestätigungston. Das heißt, jetzt schütte ich erstmal Wasser rein. So, 2 habe ich schon drin. In den Kanister gehen hier 1,8 Liter rein. Also müsste es ja eigentlich sich jetzt gleich vollmelden, oder? Wenn da natürlich zu wenig Wasser drin ist, kann man es erst gar nicht in Betrieb nehmen. Gucke. Es piepst, also voll. So, und hier oben auf dem Display hier vorne dry, also die, ja, es ist halt eine richtige Geschirrspülmaschine, die trocknet auch danach das Geschirr noch. Und hier drüben sind die verschiedenen Modi. Fangen wir mal an. Das Normalprogramm läuft 69 Minuten. Ich gucke jetzt mal gerade hier in die Bedienungsanleitung zur Reinigung normal verschmutzter Lasten. Das läuft dann allerdings 69 Minuten. Also finde ich eigentlich fast zu lang, weil danach kommen noch mal diese Trocknung auch noch mal mit 60 Minuten. Das wäre mir zu lang. Und ich habe also auch natürlich schon ein bisschen mich in Foren über das Gerät erkundigt. Ich würde das Speed-Programm favorisieren. Das geht 29 Minuten, danach 60 Minuten trocknen. Kann man aber auch jederzeit natürlich unterbrechen. Dann gibt es hier, um alle jetzt durchgegangen zu sein, noch ein Soft-Programm. Das geeignet zum Spülen von leicht verschmutztem Geschirr, dauert aber 59 Minuten. Und das nächste Programm, genau, da hat es hier nochmal so einen richtigen, also für Babyflaschen und so weiter, wird dann auch mit 75 Grad nochmal ausgespült. Also auch für Babysachen noch ein extra Programm. Und hier, das ist dieses Programm, was ich vorhin sagte, wo man den Korb reinstellen kann, wenn man Obst abwaschen möchte. Gut, und wir nehmen jetzt auf jeden Fall das Speed-Programm. Kurze Wäsche für leicht verschmutzte Lasten. Wäscht aber auch mit 50 Grad und spült mit 62 Grad. Also wir probieren es erst mal aus. Aber ich denke, ich habe da schon, also das Reinigungsergebnis muss wirklich so toll sein. Ich meine, das reicht. So, ja gut, mehr gibt es nicht zu sagen. Start, Stopp brauchen wir noch nicht zu drücken. Dann räumen wir mal. Guck mal hier, komm mal um. Jetzt habe ich gerade die Tür aufgemacht. Hat auch eine schöne, guck mal, so eine blaue Beleuchtung. Also, Licht. Sieht schon edel aus. Ich fange mal mit dem leichtesten an, mit dem Besteck. Ah ja, das ist aber auch ganz schön dreckig, du übrigens. Da bin ich mal gespannt. Also wenn das mit dem Speed-Programm sauber wird, dann juhu. Jawohl. Guck mal, da ist noch was.
Jetzt machen wir, Anja, wir machen es jetzt. Also ich mache die jetzt so voll, wie es geht, ne? Ja. Jo, also das ist schon wirklich gut voll. Wir haben nichts vorgespült, ne? Teller hier, richtig verschmiert. Da kommt natürlich logischerweise Flüssig, Pulver, auch Tabs gehen rein und normalerweise 8 Gramm. Also der ist mit Sicherheit, das ist jetzt einer für eine normale handelsübliche. Den teile ich jetzt. Und dann machen wir nämlich hier, gut, der fällt jetzt eh gleich unten rein. Der kommt da rein. Aber der schüttet sich ja dann eh rein. Gut, also machen wir mal zu. So, zack, schon reingefallen. 29 Speed und jetzt hier oben einfach nur auf Play. Zack, und jetzt ist er eben gerade angegangen und läuft. Also, wird von oben gespült, unten natürlich. Und ja, es ist richtig schön, dass man das mal sehen kann da drin. So, 27 Minuten. Hier kann man übrigens auf der Pause-Taste natürlich jederzeit kurz unterbrechen, Tür wieder aufmachen, falls man noch irgendwas verändern dazu legen möchte oder was vergessen hat. Und dann schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal das Ergebnis nach 29 Minuten an oder jetzt nur noch 27. Ihr seid dabei. Da läuft jetzt schon Wasser raus. Der hat jetzt aufgehört zu spülen. Nach 17 Minuten, oder eigentlich, nee, falscher Begriff, die hat aufgehört zu waschen, weil jetzt wird sie dann auch noch spülen. Also Leute, was ich von hier außen sehe, sieht wirklich super sauber aus. Auch da hinten das Besteck glänzt. So, noch eine Minute, hat jetzt insgesamt zweimal gespült, dann wäre sie fertig und wird jetzt in den Trocknungsvorgang übergehen. So. Steht jetzt bei 44 Minuten Restzeit, also wird sie jetzt noch trocknen, ist also gute 15 Minuten, gute Viertelstunde gelaufen. Ich wollte sie jetzt trotzdem mal ausmachen, vorher allerdings noch, wie empfandst du die, mal kurz die Frage hinter die Kamera vom Geräusch her, die wird angegeben mit 60 Dezibel. Ich habe die überhaupt nicht gehört, wenn ich ehrlich bin. Na gut, jetzt ist es heute sehr windig draußen. Ne? Ja, das stimmt, aber ich habe wirklich nichts. Aber wir haben auch eben gerade hier noch zusammengesessen gesessen, ja. Mit der Birgit, haben uns unterhalten. Also ich fand sie wirklich sehr angenehm, eigentlich recht ruhig, also auf jeden Fall nicht störend. Guck mal hier an der Seite, komm doch mal gerade rum. Hier kommt dann auch so ein bisschen die Warmluft raus und jetzt, wenn man merkt jetzt auch hier das leichte Gebläse von dem Trockenvorgang. Also hier an der Seite ist der Austritt, aber auch das ganze Gerät ist nicht warm, nee. Oder so geworden. Und dann breche ich nämlich jetzt mal hier ab, mach mal Pause, weil ich bin jetzt so gespannt, ich sag's ehrlich, ich bin so gespannt auf das Ergebnis. Und gerade diese Plastikteile hier vorne, guck mal hier, die sind sogar schon trocken. Das sind kein Wasser mehr, das sind so ein bisschen Wasserflecken, weil die trocken ich eigentlich sowieso ganz gern ab. Aber jetzt gucken wir uns mal bitte das Ergebnis an. Also, Besteck, warte mal, ich hol's mal komplett raus. Also, das auf dem Kurzprogramm. Und Anja, wir haben es wirklich nicht vorher... Nee, kannst du bestätigen, ne? Also wir haben es nicht vorgewaschen, also das ist wirklich picobello und hier in der Mitte, ne, das war glaube ich der Teller, der auch so, ja gut, habe ich keine Fragen mehr. Und die sind schon trocken, nach 15 Minuten. Also, wirklich, ich bin von dem Ergebnis, 29 Minuten bin ich total begeistert. Ja, sieht gut aus. Und weißt du, was ganz interessant ist? Ich habe da auch schon mal einen anderen Test drüber gesehen. Könntest du sogar mit einer Powerstation laufen lassen, okay. Wenn man wollte. Weil die hat tatsächlich im Spitzenverbrauch mal 950 Watt. Aber das ist nur, wenn sie halt das Wasser aufheizt. Und ansonsten läuft die mit deutlich weniger Watt. Und ja, jetzt nochmal, bitte an dieser Stelle, also wenn ihr es bis hierher geguckt habt. Das war jetzt ein Test. Wir stellen euch das Gerät vor. Und natürlich kann man sich, ich nehme das jetzt gleich vorweg, ihr braucht es nicht in die Kommentare schreiben, natürlich kann man sich drüber streiten, grundsätzlich, ob man sowas beim Camping dabei haben muss. Das ist ein Luxusteil, wer es haben möchte, kann sich es kaufen.
wer es braucht, vielleicht auch für ein Ferienhaus oder Mobile Home oder für sein Gartenhaus, denke ich, dafür ist dieser Test gedacht. Also wir sind jetzt wirklich begeistert und ich denke mal, das Ding wird bei uns öfters laufen. Und vor allen Dingen, ganz interessant, haben wir uns gerade mit der Birgit drüber unterhalten, Leute, denkt vielleicht auch ein bisschen an Wasserverbrauch. Also wir haben jetzt wirklich diese Menge an Geschirr, haben wir jetzt nur mit 5 Liter gespült. Das ist natürlich... Ja, ich denke, deutlich weniger, als wenn man das per Hand abwaschen würde. Auf jeden Fall. Weil wenn man nochmal nachspült. Und, ja. Also. Und wie gesagt, bevor jetzt irgendein Shitstorm kommt, ob man sowas braucht oder nicht, ich möchte es nur sagen, es ist auch ein Argument für so ein Gerät, dass du halt weniger Wasserverbrauch hast. Weil was du hier natürlich zum Teil an in den Spülhäusern siehst, ne, kostet ja nichts, da lassen wir das Wasser laufen, waschen das Geschirr so unter fließendem Wasser. Und Wasser ist halt jetzt überall ein Problem. Deswegen wird ja alles nicht günstiger. Deswegen, denkt vielleicht auch so an die Geschichte. Also, ich bin begeistert. Von uns gibt es einen Daumen hoch und ich hoffe, das Video war für euch interessant. Dann räume ich aus, trockne das Plastik jetzt noch ein bisschen ab. Ja. Und dann ist es wieder einsatzbereit. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao. Ciao.